Spent all my money, didn't have any care. Took all my friends out for a mighty good time. Bought a bottle of Dickens, babe, champagne and wine. Then I began to fall so low. Lost all my good friends and no place to go. If I get my head sore, my daughter again, I hang on to it, see the old Indian green, cause nobody knows you. When you're down and out, I said straight, without any doubt, nobody knows you when you're down. Abenteuer Glaube. Heiliger Geist, wo bist du? Das ist unser heutiges Thema, kurz nach Pfingsten 2020. Wo erfahre ich den Heiligen Geist? Ich habe mich im Neuen Testament auf Spurensuche begeben und habe einiges entdeckt. Dabei bin ich überzeugt, den Heiligen Geist erfahren wir nicht erst und nicht vor allem in ganz spektakulären Dingen, die es natürlich auch gibt, sondern vor allem in den alltäglichen Dingen des Glaubens und der Gemeinde. Dort erfahren wir den Heiligen Geist. Und es sind vier Dinge, wo ich für mich den Heiligen Geist entdeckt habe und über die ich sprechen möchte. Das ist der Glaube, das ist die Gemeinde, das Gebet und die Nächstenliebe. Fangen wir mit dem Glauben an. Paulus sagt, die gute Nachricht, die ich verkünde, ist kein Menschenwort. Ich habe sie dadurch empfangen, dass Gott mich Jesus als den von ihm bestätigten Retter schauen ließ. Hier berichtet Paulus zunächst von seiner Offenbarung Jesu vor Damaskus. Jesus ist ihm leibhaftig als Auferstandener erschienen. Und insofern ist seine Botschaft von Jesus kein Menschenwort, sondern Gottes Wort vom Himmel, weil Jesus ihm persönlich erschienen ist. Aber das gilt auch für uns. Das Evangelium von Jesus ist kein Menschenwort allein. Es ist Gottes Offenbarung. Vom Himmel, von Gott her, ist es uns eröffnet worden. Und zugleich ist es Gott, der mein Herz für Jesus öffnet. Wo erfahre ich den Heiligen Geist? Ich erfahre ihn darin, dass Jesus zu mir spricht. Und dass ich dadurch mein Herz für Jesus öffnen. Heiliger Geist, wo bist du? In Apostelgeschichte 9 heißt es, die Nachricht verbreitete sich im ganzen Land und viele kamen zum Glauben an Jesus als den Herrn. Das ist das Ende eines Wunders, einer Totenauferweckung, die dort berichtet wird. Petrus erweckt eine Tote zum Leben. Und so ist es oft
heute und auch früher in der Christenheit, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann häufig aufgrund von Wundern, die sie erlebt haben, Wundern, in denen sie die Kraft Jesu begreifen. Aber nicht nur, wenn wir solche Wunder erfahren, erleben wir den Heiligen Geist, wenn die Nachricht von Jesus sich verbreitet, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann ist das etwas, wo ich den Heiligen Geist spüre. So ist mir das in den letzten Jahren in der Kreuzkirche gegangen. Viele Menschen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Kurdistan und auch aus den arabischen Ländern sind mir begegnet, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, erst als Erwachsene, die vorher einen anderen Glauben hatten. Und das zu erleben, wie Menschen neu zu Jesus finden, wie sie zum Glauben an Jesus als den Herrn kommen, das ist für mich eine wunderbare Erfahrung des Heiligen Geistes. Paulus sagt am Anfang des Römerbriefes: Ich möchte in eurer Mitte, so schreibt er den Römern, die er besuchen will, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Das ist etwas Wunderbares, wenn Christen sich austauschen über den Glauben, wenn sie sich gegenseitig stärken im Glauben. Das hat Paulus sich erhofft von der Begegnung mit der römischen Gemeinde. Das erleben wir auch in unserer Gemeinde, in den vielen Gemeindegruppen, auch in Abenteuer Glaube, auch im internationalen Bibelkreis, im Gemeindebibeltreff und Frauenclub und vielen anderen Gruppen. Wir stärken uns im Gespräch über den Glauben. Wir werden gestärkt im Glauben. Wir lernen voneinander. Und das ist etwas Wunderbares. Zum Beispiel habe ich der Pfingstpredigt, die ich vor kurzem gehalten habe, habe ich etwas über Jesus hilft uns in besonderer Weise. Das habe ich gelernt in dem Bibelkreis Arabisch-Deutsch 2 Wochen vorher. Und da ist mir neu etwas aufgegangen, wie Jesus unter uns wirkt. Und da bin ich im Glauben gestärkt worden durch das, was andere gesagt haben, und habe das auch für mich, den Glauben, noch einmal tiefer entdeckt. Heiliger Geist, wo bist du? In Römer 10 sagt Paulus: Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Hier können wir sagen, der Heilige Geist ist da, wo ich mit dem Herzen glaube und mit dem Mund bekenne. Das ist gewissermaßen eine Selbsterfahrung mit dem Heiligen Geist. Es ist etwas Köstliches, wenn ich spüre, wie der Glaube in meinem Herzen ist, wie ich gewiss bin, wie ich mich freue über Jesu Gegenwart. Und es ist auch eine Erfahrung des Heiligen Geistes, wenn ich von Jesus sprechen mag, vom dreieinigen Gott sprechen mag, wenn das mein Herz erfüllt und ich anderen Menschen davon erzählen möchte. Also, der Heilige Geist ist da, wenn ich von Herzen glaube, wenn ich vom Glauben spreche, wenn wir untereinander uns stärken im Glauben, wenn Menschen neu zum Glauben kommen, wenn wir von Jesus hören. Im Glauben erfahre ich den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wo bist du? Ich erfahre den Glauben auch in der Gemeinde. Paulus sagt in Römer, in 1. Korinther 12, wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Das ist das Wunder der Gemeinde, in der wir den Heiligen Geist spüren können. Und ich denke, ich zumindest kann es besonders dort spüren, dieses Wunder der Gemeinde, das Wunder des Geistes dort, wenn in der Gemeinde Menschen aus verschiedenen Kulturen, Juden wie Griechen, und aus verschiedenen Schichten, Menschen im Sklavenstand und Freie, wenn die zusammenkommen und
der gemeinsame Glaube an Jesus, Taufe, der Geist stärker ist als diese menschlichen Unterschiede. Und ja, da ist der Heilige Geist wirksam, wenn sehr unterschiedliche Menschen verbunden sind durch diesen einen Glauben an Jesus. Heiliger Geist, wo bist du? In der Apostelgeschichte sagt Paulus am Abschied von der Gemeinde in Ephesus: Nun stelle ich euch unter den Schutz Gottes und unter die Botschaft seiner rettenden Gnade. Durch sie wird er eure Gemeinde im Glauben reifen lassen und ihr das ewige Leben schenken. Hier wird noch einmal gesagt, was, ja, unter welchen Versprechungen, Verheißungen die Gemeinde durch den Heiligen Geist lebt. Sie steht unter dem Schutz Gottes. Die Christen stehen in einer besonderen Weise unter dem Schutz Gottes. Das erhoffen und erbitten wir auch immer wieder für uns, auch dort, wo Menschen durch Krankheit oder auch durch Abschiebung bedroht sind. Die Botschaft seiner rettenden Gnade in Jesus, das ist das, was die Gemeinde trägt. Und sie darf und kann im Glauben reifen. Der Glaube bleibt nicht stehen, wenn man länger Christ ist, reift er, entwickelt er sich weiter, vertieft er sich. Auch das eine besondere Erfahrung des Heiligen Geistes. Und der Gemeinde ist versprochen, das ewige Leben nach dem Tod, darauf geht sie mit Gewissheit zu. Ja, Heiliger Geist in der Gemeinde, sicherlich erfahren wir in unseren Gemeinden auch immer wieder anderes. Aber darin verborgen und auch offenbar ist der Heilige Geist zu spüren. Heiliger Geist, wo bist du? Auch im Gebet erfahren wir den Heiligen Geist. Und da heißt es im Jakobusbrief im Kapitel 5, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten. Ihr vertrauensvolles Gebet wird dem Kranken aufhelfen und der Herr wird ihn aufrichten. Hier ist von einer Fürbitte die Rede, aber es könnte genauso gut auch eine Bitte sein, die man selber spricht. Und Erfahrung von Bitte, von Fürbitte ist eben oft und genau darin spüren wir den Heiligen Geist, was ich von Gott erbitte für mich oder für andere, das wird von ihm erhört, mir wird geholfen und der Herr richtet uns auf. Es ist der Heilige Geist, der meine Gebete ja nach oben trägt und wenn ich diese Erfahrung mache, ich habe es oft in meinem Leben gemacht, ist das etwas Wunderbares, eine Erfahrung des Heiligen Geistes. Ich spreche zu Gott und er hört mich und greift ein. Das Gebet hat aber auch noch eine andere Seite, nicht nur ich spreche zu Gott, sondern auf geheimnisvolle Weise spricht Gott auch zu mir. Apostelgeschichte 16 heißt es, dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Für die Christen in Europa ist das eine ganz wichtige Stelle, denn es ist der Anfang christlichen Glaubens in Europa, wo die Botschaft von Jesus europäischen Boden betritt. Aber es ist auch etwas ganz Allgemeines, was hier ausgedrückt wird, nämlich dass Gott zu mir im Gebet, in einer Vision, in einer Eingebung spricht. Vielleicht hatte Paulus hier, er hatte vorher in Kleinasien, weil er oft an Grenzen gestoßen mit seiner Mission, sie kam nicht so richtig an. Vielleicht hat er Gebet Gott angefleht, was soll mein Weg sein, wo kann ich das Evangelium verkünden? Und dann wurde ihm diese Vision geschenkt. Und auch zu uns spricht Gott
durch Ereignisse sich uns in den Weg stellen oder die Türen öffnen, vielleicht durch ein leises Wort, was wir im Inneren hören, so wie bei Paulus, oder auch Worte, die uns durch andere gesagt werden und uns dann aufgehen, dass Gott durch diese anderen Menschen spricht. Gebet, ich erfahre den Heiligen Geist darin, indem Gott mich hört und indem Gott zu mir spricht. Heiliger Geist, wo bist du? Schließlich geht es um die Liebe, die Nächstenliebe. Dazu gibt es ein wunderbares Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Paulus sagt, die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das von einem anderen Menschen erleben, dass jemand so ist, dass er geduldig und gütig ist uns gegenüber, dass er gar nicht den eigenen Vorteil sucht, dass das Böse, was vielleicht in mir ist, mir nicht nachgetragen wird, dass jemand nicht aufgegeben wird, dass immer wieder gehofft und vertraut wird für jemanden, dass auch alles Schwere mit großer Geduld getragen wird, wo Menschen so sind, auch vielleicht ich so sein kann und so sein darf, ist das ein Geschenk des Heiligen Geistes und eine ganz besondere menschliche Erfahrung, die vom Heiligen Geist kommt. Das ist sozusagen die Grundhaltung der Liebe, die wir durch den Heiligen Geist erfahren und ganz konkret. Das ist dann, wenn wir für andere etwas ganz konkret tun, wie es im 1. Petrusbrief 4 heißt, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jede und jeder mit der eigenen besonderen Gabe. Auch das ist etwas Wunderbares, eine Erfahrung des Geistes. Die Menschen haben unterschiedliche Gaben vom Geist verdient bekommen. Gaben machen es uns Freude, anderen zu dienen. Umgekehrt haben andere Freude daran, mit ihren Gaben hier uns zu dienen. Wenn das zusammenstimmt, ist das ein wunderbares Konzert der Gaben, ein Konzert des Heiligen Geistes. Also, dass wir einander dienen dürfen, dass wir uns mit den Gaben einbringen, auch das eine Erfahrung des Heiligen Geistes. Glaube, Gemeinde, Gebet, Liebe, in all diesen Dingen erfahren wir, der Heilige Geist wirkt unter uns und ist lebendig. Amen. Where they call me the breeze,
Als ich ein kleines Kind war, hatte ich zu Hause kein besonders schönes Elternhaus. Bei uns gab es nichts, was von Glauben oder mit Kirche oder der Bibel zu tun hatte. Wenn ich das Haus verließ, musste ich meistens meine zwei Geschwister mit mir nehmen. Zwei Brüder, ein links, ein rechts. So verbrachten wir die Nachmittage oft auf den Straßen, auf Spielplätzen oder auch einmal, das eine oder andere Mal, in Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen. Aber eines Tages hörte ich die Glocken läuten. Und sie waren für mich so etwas von einladend, dass ich einfach versuchte, mal in die Nähe der Kirche zu kommen. Ich hatte meine beiden Brüder, wie gesagt, bei mir und ich spürte sofort, als ich dort in diese Räumlichkeiten kam, dass es sehr anheimlich war und mit großer Zufriedenheit auf mich wirkte. Ja, dort in den Räumlichkeiten wurden meine Geschwister auch versorgt. Ihnen wurde vorgelesen, mit ihnen gebastelt, Spiele gespielt und auch Essen und Trinken gab es dort. Dann machte ich mich selber auf den Weg, ab und zu mal zur Bücherei, auch mal in Kindergruppen, bei den Pfadfindern oder später lernte ich auch dort Gitarre spielen. Dann erfuhr ich in einer Kindergruppe von der Geschichte des Trösters. Und Trost konnte ich, weiß Gott, gebrauchen in meiner häuslichen Umgebung. Also nahm ich diesen Trost, dieser Stellvertreter Gottes, wie ich den Heiligen Geist für mich selber wahrgenommen habe, in mein Herz auf. Er erfüllte mich von daher, er war wie ein Kompass, der sich ausrichtete für die guten Dinge des Lebens. In Schwierigkeiten konnte ich ihn anrufen. Er verwirklichte bei mir viele Eigenschaften, die ich in mir trug, die ich aber in meiner häuslichen Umgebung überhaupt nicht ausleben konnte. Ich beschäftigte mich dann viel mit Musik, mit Malerei, konnte später auch Volkshochschulkurse besuchen und dieser Kompass hat mich immer wieder in diese Richtung eingenordet, das Gute zu tun, zu beten, der Kirche immer verbunden zu sein. Und die Glocken spielen nach wie vor in meinem Leben immer noch eine ganz große Rolle. Sie laden mich einfach ständig ein, im Geist Gottes zu sein. Also dieser Tröster oder Stellvertreter Gottes, so hat Jesus seinen Jüngern das anheimgelegt. Wenn ich zur Himmelfahrt in den Himmel aufsteigen werde, werde ich einen Tröster schicken, einen Stellvertreter für mich. Der sollte dann wiederum Tage später zu Pfingsten zu den Jüngern kommen. Sie konnten in verschiedenen Sprachen sprechen, sie konnten in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden. Das Evangelium in Form des Heiligen Geistes, der sehr viele Dinge in sich trägt. Himmelfahrt, die Verbindung Himmel und Erde, aber das Göttliche und Himmlische des Heiligen Geistes ist der Anker hier auf Erden. Schon, dass jemand Christus als seinen Herrn anerkennt, kennenlernt und im Glauben ist, das ist für mich das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt um diese Zeit bei Corona sollten wir natürlich auch im Heiligen Geist leben, auf die Menschen zugehen, von der Liebe erzählen, einladen. Das ist im Moment alles nicht so möglich. Aber trotzdem, irgendwie ist es auch in dieser Zeit möglich, aufmerksam zu sein, vielleicht mal eine Blume vor die Tür zu stellen, Menschen zu begleiten. Ich habe letzte Woche jemanden mal zum Arzt gefahren oder auch für Menschen einzukaufen. Auch wenn sich jetzt alles mit Corona vielleicht schon wieder etwas anders anfühlt, wie zu der ganz schlechten Zeit, finde ich, sollten wir an all diesen Dingen festhalten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns dazu ermutigt, diese Dinge zu tun. Sie gibt uns Kraft, weckt in uns viele Fähigkeiten, Mut und Zuversicht und bestimmt auch Nächstenliebe.
Das Glaubensbekenntnis, was sich für mich in drei Teile teilt, einmal der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, trotzdem als eins in der Dreifaltigkeit, bewirkt für mich, dass der letzte Teil, wo es darum geht, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das beinhaltet für mich der Geist Gottes.